Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde Halo Wars. Natürlich Ranked. Was auch sonst. Ja. Erste Runde hat nicht so geklappt. Habt ihr bestimmt gesehen. Oder auch nicht. Bestimmt eher nicht. Würde ich mir aber auch nicht angucken. Meine Let's Plays. Aber mal gucken, wie die zweite Runde so läuft. Wir werden jetzt mal ein bisschen für das Team arbeiten. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir relativ schnell die Energiepunkte hier einsammeln. Auch wenn, ja, ihr seht gerade, dass hier niemand interessiert. Was ich immer so voll schade finde. Obwohl der Grüne will mit... Nee, auch nicht. Der Grüne will, glaube ich, meine Sachen hier... Nee, irgendwas will der machen. Ja, und er sammelt mit seinen ekligen... Ja gut, ist aber nicht so schlimm. Ist aber nicht so schlimm, Mädel. Harvester errichtet. Oh. Lokale Einheiten. Ach Quanz, er hat eine Wings, lol. Das sah gerade voll aus, als er Ding spielen würde. Für erweiterten Harvester, ne? Ja, abgeschlossen. Weil so viele blaue Punkte auf einmal auf der Karte waren. Na komm. So. Haben wir ein bisschen was fürs Team gemacht, ne? Auch fürs Karma. Ein bisschen Karma-Punkte gesammelt, Sammelpunkt auch nicht schlecht. Festgelegt. Hey, die müssen wir jetzt nur noch einsammeln, ne? Das interessiert aber auch Dunkelblau hier nicht, ne? Der sammelt einfach in Ruhe weiter ein. Bis er anstatt der mir wenigstens hier gesourced das Päckchen hier lässt. Ich sammle für den schon scheiß Energiepunkt ein, dass wir alle Energie haben, weil für die Energiepunkte kriegen wir alle Energie. Da hätte der mir doch wenigstens... Habe ich schon mal gesagt, dass ich manchmal Menschen hasse oder immer Menschen hasse? Die müssten eigentlich mal so einen Anti-Menschen-Spray erfinden, das wäre eigentlich das Beste. Würde ich direkt hier auf meine Teamkameraden sprühen. So, und der hat jetzt alles bei mir hier drüben eingesammelt. Ist aber wirklich alles hier weg. Außer hier, da und das hier. Das ist ja der Oberhammer. Wie schon gesagt, die Energieknoten sind halt für alle. Alle kriegen Energie. So. Anführerpunkt erhalten. Lokale Einheiten. Ja, sowas ist schon ein bisschen nervig, aber gut. Solche Team-Member gibt es halt auch. Oh, ich warte mal, ich muss mal hier den Quant kurz zurückziehen. Und das sind dann leider meistens die Team-Member, die auch dann eh nicht helfen, wenn man angegriffen wird. Kann ich euch jetzt schon sagen, die werden mir nicht helfen, wenn ich angegriffen werde. Weil das richtige Egomanen sein werden. Ich verstehe halt immer nicht, wieso solche Leute überhaupt 3 gegen 3 spielen, wenn die eh für sich alleine spielen. Ich hab sie schon von weitem gerochen. Geschütz fertig gestellt. Oh, der will hier oben die Base haben, ne? Zu Befehl. Die Basis unserer Verbündeten. Der hat die Base schon hier oben. Fuck! Plasma-Geschosse erforscht. Sie werden in meinem Blut ersaufen. Ach, der hat hier direkt gebaut, Alter. Scheiße. Er ist schlecht, hat mich zugebaut. Ich krieg auch keine Hilfe, ne? Na gut, immerhin kommt Kolonie halt jetzt. Ach Jungs, spielt doch da nie Ranked 3 gegen 3, echt nie. Jetzt hat er hier oben mich zugebaut. Das heißt, er kann hier oben Artillerie hinstellen und meine Base einfach kaputt machen. Und vor allen Dingen, wenn der ausbildet, das kommt ja auch noch dazu, da sind die Einheiten direkt hier vor meiner Base, so. Ne? Das ist halt auch sein Vorteil, der hat einen kurzen Weg zu meiner Base. Der andere Vorteil ist, okay, der geht auf Push. Der andere Vorteil ist, natürlich, wenn wir seine Base kaputt machen, die Zweitbase jetzt hier, kostet den natürlich enorm, ne? Aber der hat natürlich dann extrem viel verloren, ne? Da werde ich jetzt mal gucken, dass ich ihn jetzt unterstütze mit meinen Helden.
Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Beides hier. Es wird geschehen. Ja, sag ich ja, der baut sich jetzt hier oben auf, der Gelbe, aber wir machen jetzt einfach mal einen Heldenpush und ich level jetzt direkt mal meinen Helden nochmal hoch. Sofort! Rücke vor! Es wird geschehen! Anführerpunkt erhalten! Heal, auch sehr gut. Lokale Einheiten. Harvester errichtet. Ah, das ist halt, ne? Man muss natürlich auch bedenken gerade, das ist hier oben eine Farbe, das ist nur gelb, ne? Der uns gerade hier unten, hier oben natürlich ein bisschen Stress macht. Flammenmörsergeschosse erforscht. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Das darf man natürlich nicht vergessen, es ist halt schon. Oh fuck, Orange hat einen Panzer schon. Geschehen. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, wir haben immer noch die gigantischen Vorteile. Wir haben 4 Energieknoten. Ne? Wir können Upgrades 4-mal so schnell raushauen, also unsere, also bei mir jetzt meine Flugeinheiten und so. Ach, der hat nur die kleine Base. Ist ja witzig, da nehme ich doch die Base hier. Ach, ich dachte, der hätte hier seine Zweitbase. Oh, ist der doof. Hätte der jetzt nämlich bei seiner Zweitbase hier Geschütze und sowas schon gebaut, da hätte der unsere. Helden. Lokale Einheiten töten können. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Bunker-Upgrade abgeschlossen. Bin unterwegs. Oh, der. Der ist weit. Minibasis fertiggestellt. Also Rot geht jetzt schon komplett erstmal auf zu bunkern. Ich diene lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Hat natürlich für uns jetzt erstmal den Vorteil, der gibt natürlich jetzt erstmal alle Ressourcen ja, zum Zubunkern aus und nicht so viel für Einheiten. Und wie schon gesagt, wir haben immer noch die 4 Energieknoten, also. Ich sag mal so, meine Einheiten sind halt schneller auf Level 3. Viel schneller. Errichtet. Luftfahrzeug Level 1 erforscht. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Ja, guck mal, Level 1, jetzt kann ich die direkt Level 2 machen. Hätte ich jetzt die zweite Base, die dritte Base hier oben nie gebaut, ne, hätte ich schon Upgrade 3 raushauen können. Das heißt, wir werden hier wieder Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ach Quatsch hier. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Geschütz fertiggestellt. Begebe mich in Position. Ja, bleib im Heal, bleib ihn. Oh, Alter! Alter, wo hat denn der. Alter, Hunde, wo hat denn der die Ressourcen her? Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Alter, wo hat der Rote die Ressourcen her? Jetzt mal ohne Spaß. Das kann ich mir nur so vorstellen, dass die zusammengehören und natürlich teilen. Was man natürlich eigentlich auch macht. Dass man, wenn man genug Ressourcen von irgendwas hat, dass man natürlich sagt, hier, pass auf. Du gibst mir jetzt einfach mal ein bisschen was. Lokale Einheiten. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Ja, wir haben ein kleines Handicap jetzt, ne? Upgrade für mit Dunkelblau. Abgeschlossen. Weil Dunkelblau natürlich Upgrade komplett auf Rush gegangen ist, dann muss ich jetzt halt erstmal komplett umbauen. Das dauert natürlich ein bisschen. Guck, der hat hier immer noch seine Rush-Einheiten, die natürlich auch Platz kosten, ne? Also sprich, die muss er natürlich auch noch loswerden. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wäre halt schön, wenn er die mal langsam einfach töten könnte. Lokale Einheit. Ey, jetzt mal ohne Spaß, das wäre halt wirklich mal gut, wenn er die jetzt mal langsam auch sicher einfach mal tötet. Nee, ich mach's anders. Pass auf, wir gehen jetzt hier auf. Nee, wir gehen hier unten auf 3. Ja, ich wollte ihn zwar jetzt keinen Nachschub schenken, aber ich hab's gemacht. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Voll verklickt. Ist ja nicht so, dass ich gerade eigentlich Nachschub brauche. Na gut, egal. Einheiten.
Egal. Dann kommen wir hier. Einen Energieknoten an den Feind. Okay, die kostenlosen Quants, die sind zwar nervig, aber mehr auch nie. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Okay. So, das Level 3 kommt gleich, sehr schön. Können wir direkt unsere Flugeinheiten verbessern. Wunderbar. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ich diene nur Atriox. So, unsichtbar machen. Base unsichtbar machen. Level 3 Upgrade raushauen. Und erstmal Base unsichtbar machen. Und hier machen wir schon mal zwei Geschütze hin. Alle hopp, alle hopp. Plasma-Torpedo erforscht. Anführerfähigkeit bereit. Ja, das darf man nie unterschätzen. Wir haben natürlich jetzt, wie schon gesagt, wir haben natürlich einen gigantischen Vorteil jetzt. Ne? Ich habe jetzt schon Plasma-Torpedos, das dürften die eigentlich nur lange nie haben. Die haben halt nur einen Energieknoten und das merkt man halt wirklich. Also das merkt man merklich, dass natürlich die Energie überall fehlt. Und ich habe natürlich auch gerade den großen Vorteil, dass ich drei Besen habe, ne? Das kommt da auch noch dazu. Upgrade abgeschlossen. Upgrade ja, schon gesehen. Ich mache jetzt mal einen Move. Mal gucken, ob das funktioniert. Upgrade abgeschlossen. Gezogener Lauf erforscht. Ja, davon muss ich weg. Fähigkeit bereit. Wir sag mal, ich weiß, dass ich ein bisschen doof bin, aber bin ich wirklich so doof? Wo habe ich mein Held hingestellt? Der steht immer noch hier. Ich dachte, ich hätte Geschütz errichtet. Upgrade abgeschlossen. Gut, hier. Dann Attacke, dann kommt, mache ich mit. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Sollen wir mit meinem Helden mitgehen? Der ist Level 1. Lokale Einheiten. Oh ja, wenn die Base fehlt, natürlich mit Held mit dem Kordiex, sehr gut. Logistik Level 1 erforscht. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Alles gut, meine Basen sind unsichtbar und der hat nichts zum Aufdecken. Der hat absolut nichts zum Aufdecken. Wir haben gar ein nichts. Feindliches Gebäude zerstört. Geschütz verbessert. Er kann nichts machen. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Geschütz verbessert. Gut, hätte ich jetzt meine Base natürlich jetzt, meine Geschütze verbessert, hätte ich hier natürlich extrem viel klauen können. Geschütz verbessert. Ist bereit. Ich sehne mich nach einem Sammelpunkt festgelegt. Aber es läuft gerade. Das erste Spiel habt ihr ja gesehen. Okay, es würde aber sein. Ich glaube, das ist seine Drittbase. Ja, ich dachte, das wäre schon seine Zweitbase. Aber ich glaube, das ist seine Drittbase. Ist jetzt. Ja. Errichtet. Ist jetzt nicht so ein unfassbar krasser Verlust für ihn. Also. Leider. Unsere Basis wird aber ist ein Verlust. Kein krasser, aber ist ein Verlust. Energieextraktor errichtet. Na komm, verpisst euch. So. Unsere Verbündeten greifen. Jetzt werden wir nämlich was ganz Cooles machen. Wir werden nämlich hier den Wegpunkt hinsetzen. Ich diene der Sache. Und die nächste Base bauen. Minibasis fertiggestellt. Das heißt, wir können jetzt auch kontinuierlich können wir jetzt Einheiten ausbilden. Wirklich kontinuierlich. Das war jetzt dumm von Blau. Von Dunkelblau. Unsere
Verbündeten greifen die Feindbasis an. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Komm, Schönemann, hier bleiben. Schönemann, hier. Nein! Ich hab meine. Lokale nee. Einheiten. Lokale Einheiten. Oh, falsch. Ihr sollt doch wieder rein. Wir haben ich hatte die Teleporter. Zerstört. Lokale Einheiten. Ich werde von feindlichen Truppen angegriffen. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Außenposten errichtet. So, und wir bilden von hier aus jetzt weiter aus. So. So. Können aber gleich auch mal gucken hier wegen Dings, ne? Alle Einheiten. Die Einheiten ein bisschen schneller. Lokale Einheiten. Kommen. So, jetzt werden wir hier nochmal. Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Hier kommen wir nochmal. Hier nicht. Okay. Lokale Einheiten unterwegs. Also, liebe Leute, vergesst bitte nicht, wenn ihr Wanged spielt. Es sind halt, also die Energiepunkte sind essentiell wichtig. Und witzigerweise hätte ich mich nie um die gekümmert. Hätte die, glaube ich, absolut gar keiner ein. Wow, Alter, was ist dieser Riechparty? Hätte die gar keiner von unserem Team geholt. Macht natürlich viel aus, muss man ja ganz einfach sagen. Oh ja, oh ja, oh ja, da habe ich aber richtig jetzt gerade hier. Apex errichtet. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. So, wir holen uns Sterblich. Unzerstörbar. Und wir bauen einfach jetzt hier die nächste Base. Lokale Einheiten. Und halt immer gucken, meine Freunde der Sonne, dass ihr eure Basen auch immer im Blick habt. Lokale Einheiten. Immer gucken, ob dass ihr die Basen im Blick habt, dass ihr auch kontinuierlich baut. Wir haben ein feindliches Gebäude ausbaut vor allen Dingen auch. Unsere Basis. Weil ich hab, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe auch solche Spiele schon mal gewonnen. Ist kein Witz, ich habe schon mal solche Spiele gewonnen. Also selbst bei solchen Spielen kann man zurückkommen. Sind alle rausgegangen. Hui. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein und tschüss.